Und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Let's Play hier bei Dercho TV. Pokémon Feuerrot, montags immer um 18 Uhr. Ja, es ist um 18 Uhr immer. Auf DerchoTV.de und auf YouTube. Ja, wo sind wir? Wir sind wieder in Orania City. Wir haben in der letzten Folge versucht, dieses dicke Pokémon zu fangen. Ich glaube, wir finden es im Gras. Weiß ich jetzt nicht, ob das so klappt. Na, finden wir es hier? Gucken wir mal. Tangela, Merkel, Ratte, Hummel, Rindfahrer, Kangama, Bert, Isa. Ne, dann gehe ich dann doch lieber nummernmäßig durch. Es ging um Relaxo. Ja, das haben wir ja versucht in der letzten Folge zu fangen. Es hat hervorragend funktioniert. Nämlich gar nicht, wir haben es ja nicht. Deswegen seht ihr es ja, dass ich es nicht gefangen habe. Und ja, deswegen wird es dann heute in dieser Folge von Pokémon Feuerrot nicht um das zweite Relaxo gehen. Keine Sorge, wir werden nämlich heute weitermachen. Wir werden jetzt erstmal so langsam den Weg nach Fuchsania City uns mal frei machen, indem wir ein paar Pokémon-Kämpfe durchführen und auch mal so langsam uns um Entwicklungen kümmern. Pikachu ist jetzt nun fast Level 35, so auch fast Wadiwabab, deswegen wird das jetzt erstmal fortgesetzt und deswegen hoffe ich mal, dass es dann auch mal so langsam in die Richtung geht, dass wir mal endlich eine Entwicklung hier erleben. Das ist auch schon so ein bisschen mager geworden, aber ich will jetzt hier nicht direkt so viel weitermachen. Hier wäre das Relaxo gewesen, deswegen wird das nichts. Jetzt gehen wir erstmal hier rein, bevor wir gleich weitermachen. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Ja, warum nicht? Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Super Angel erhalten. Nice. Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst. Nun ziehe los, um den Fang zu landen. Ich habe eine Bitte. Fängst du mit dieser Angel ein großes Karpador, möchte ich es sehen. Meine Liebe zum Angeln steht meiner Liebe für große Karpador nichts nah. Aha. Was ist denn das für ein Schild hier? Dies ist eine leere Tafel. Darauf können irgendwelche Rekorde geschrieben werden. Dickster Hintern der Welt. Kim Kardashian. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gut, was haben wir hier eigentlich? Ach ja, hier ist der Kampfhahn da drauf. Komplett vergessen. Den habe ich jetzt, glaube ich, umsonst eingeschaltet, ne? Aber was soll's? So, wo müssten wir das hier haben? Da, Superangel. Da wollen wir mal. Ja, nicht mal ein kleines Knabbern. Versuchen wir es noch einmal. In Gen 3 ist das Angeln ja sehr anders als in den anderen Editionen. Ja. Wieder nix. Das ist schade. Gut, dann starten wir mit dem ersten Trainer dieser Route. Elektrizität ist meine Stärke. Oh, da ist Pikachu wahrscheinlich auf der falschen Seite oder so, wie sollte ich das nennen? So, Voltoball kommt nah. Zack, da haben wir's. Pikachu, ja komm, wir haben Mega-Hieb und Ruckzuck-Hieb. Da müssen wir nicht unbedingt... Wow! Pikachu! Alter! Und Gott, noch ein Bumm. Uiuiui, ja, das können wir umgehen. Mit Wadiwabwab geht das. Ne? Eieiei, 4 KP überall. Wenn es ein Elektroball gewesen wäre, wäre es besiegt worden. So, dann ab geht's. Es hätte Finale sein können. Na gut, klar, dass es schneller ist. Es rollt ja den Berg runter, dann ist die Initiative unberechenbar. Aber das setzt kein Finale ein. Warum nicht? Muss niemand verstehen. Ich will es auch nicht verstehen, aber was soll's. Machen wir Hornattacke. Wenn es jetzt Finale eingesetzt hätte, dann wäre ich enttäuscht gewesen. Aber nun gut, zumindest in einem normalen Kampf besiegt, was im Gegensatz das andere Voltoball nämlich nicht gemacht hat. Ja, damit ist zu Recht dein Stromkreis unterbrochen, lieber Xaver. Du Idiot. So, dich können wir nicht angeln, aber dafür könnte ich zumindest meinem Pikachu mal einen Supertrank geben. 50 KP sind somit wieder aufgefrischt. Jetzt drehen wir uns einmal und jetzt erhoffe ich mir, dass es hier ein Pokémon gibt. Gottverdomme nochmal. Da gibt es ein Pokémon. Es ist ein... Geben Sie Ihre SEPA-Nummer. Nein. So, komm. Donnerschock. Überlebt's, fange ich's. Überlebt's nicht. Ja, Pech gehabt. Aber warum sollte es auch überleben? Es ist ein Wasser-Pokémon. Gegen mein Pikachu hat es keine Chance. Ja, komm. Nochmal. Also, wenn es hier schon SEPA gibt, warum nicht Level 25?
Da habe ich nichts gegen. Mal ein kleines Knabbern. Dann probieren wir es mal von hier. Ja, so ein bisschen angeln kann, gehört auch schon mit dazu. Warum auch nicht? Ja, Pokémon am Haken. So sieht's aus. Und da ist es wieder, ein Sepa. Diesmal Level 19. Diesmal schwächer als das 25er. Versuchen wir es mal mit Ruckzuckieb. Das geht. Das ist sehr gut. Sepa haben wir auch noch nicht im Pokédex. Also wäre es sinnvoll, es zu fangen. Wo haben wir Bälle? Bälle. Ja, natürlich. Ich bin auch mal dafür, dass wir mal die Pokébälle hier mal verbrauchen. Wenn wir schon so einige Pokémon mit Superbällen gefangen haben und es ja auch mit Relaxo versucht haben. Es hat aber nicht funktioniert. Beziehungsweise es war nah dran und so. Ne? Aber ist jetzt noch nicht. Sepa! Ein Drache. Sieht nicht danach aus, ist es aber. 0,4 Meter groß. 8 Kilo schwer. Es hält mit Hilfe seines Schwanzes das Gleichgewicht, da er aufgewickelt ist. Es verspuckt Tinte. Ja. Also wenn man vielleicht noch auf einem Drachen was schreiben will, kann man es vielleicht verschicken, ne? So, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir Zerschneider. Nice. Natürlich weiterhin auch mit dabei. Dicta, unser Zerschneider-VM-Viech. Besitzt du einen Mondstein? Nee, ich habe sie alle verkauft, damit ich mir was zu essen holen kann. Ja, könnte man glatt von mir denken, ne? Aber was soll's. Ein Nidorino. Nidorino. Nidoran. Männlich. Ich glaube, das war ein Fehler. Nee, war es nicht. Mal gucken. Das haut aber rein hier. 20 KP. 21 KP, warum nicht? Das Nidoran männlich ist gut drauf. Zu gut drauf. Aber zumindest die XP. Jetzt kommt Nidorino. Ultimate Match. The Ultimate Match. Wadiwapap gegen Wadiwapap. Oh Gott, ich brauche doch was zu trinken. Alter, mein Hals kratzt. Wenn ich so tief mit der Stimme gehe, dann kratzt das wie bescheuert. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich nicht weiterklicke. So, 29 gegen 34. Mann. Der muss noch einiges lernen. So, komm. Das da. Hallo, das da. Oh, jetzt tut's besser. Jetzt geht's besser. The Ultimate Match. Kratzt trotzdem noch. Hoffentlich kein Corona. Da. Bam. Und sogar ein Volltreffer. Alter, war die Wappap ist gut drauf. Wehe, Giftdorn. Das wär makaber. Ein Pokémon, was selbst durch Berührung, ne, eine Vergiftung auslöst, wird auch vergiftet. So. Eisen. Bekommt natürlich Pikachu. Das ist auch schon derweil Tradition geworden. Erstmal kriegt Pikachu jetzt einen Supertrank. Erstmal einen... Ein Gegengift. Ich habe zwei Sonderbonbons. Warum sagt mir das niemand? Ich könnte zwei Pokémon heute entwickeln lassen. Das wäre dumm, wenn ich die beiden Sonderbonbons jetzt Chillock und Tauboga gebe. Beide entwickeln sich im Übrigen Level 36. Ne? Ach ja, und das Eisen wollte ich, Dings geben. Da. Eisen. Ah. Die Verteidigung von Pikachu wurde angehoben. So, und jetzt wollen wir nochmal versuchen zu angeln, bevor wir gleich den nächsten Angler uns hier schnappen. Nicht mit dem X-Treffer, sondern mit der Superangel. Wenn wir wieder einen Sepa kriegen, ist es ja nicht so schlimm. Pokémon am Haken. Und es ist wieder ein Sepa. 25. Warum auch nicht, aber wir haben es schon. Ja, wir hätten es vorher fangen können. Wir haben es ja vorhin gefangen, also das war 25. Aber ich denke mir so, es überlebt vielleicht einen Donnerschock. Ja, sicher. Das ist genauso, wie wenn du sagen würdest, du würdest einen Sprung vom 10-Meter-Haus überleben. Macht's jetzt nicht nach. Wenn ihr das nachmacht, ich schwöre euch, ich kenne euch nicht. Nein, vergisst es. Nicht mal ein kleines Knabbern. Komm, es hat fast funktioniert. Komm. Sag ich ja. Sind wir jetzt mal gespannt. Sepa again. Ne? Gut. Wäre wahrscheinlich immer noch nicht Level 35. Aber whatever. Sehr effektiv. Seemon wäre jetzt nicht schlecht, ne? So ein Seemon. Na nun gut, komm. Hier versuchen wir es nochmal. Wenn jetzt nichts knabbert, dann... Jetzt nichts knabbert, nicht ein kleines Knabbern. Okay. So.
Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Doch, ich schon. Sepa. Ja, klingt lustig, ist aber es aber nicht. Oh Gott, nein. Und dann noch ein Carpador Level 24. Verarschen? Donnerschock, weg. Hallo? So, sehr effektiv. Dankeschön. Dankeschön, bitteschön, auf Wiedersehen. Was kommt? Noch ein Carpador. Wetten, wehe. Dieses, mein Pikachu erreicht mit diesem Carpador nicht Level 35. Also, dann wäre ich wahnsinnig. Dann wäre ich böse. Ne? Dann wäre ich böse. Dann wäre ich ziemlich möse. Aber mächtig möse. Dankeschön. Wuhu, 35. Es ist fertig. Ja. Wie lange haben wir gebraucht? 15 Folgen? Gefühlt. Ne? So, Wadiwabab darf jetzt ran. Und ich stelle mal die Schillerlocke nach vorne. Was auch gerecht ist. Ich würde mal sagen, es bleibt dann so. Weil, wie gesagt, als nächstes kommen dann Tauboga und Shillock. Und ich will, dass die beiden ihr Entwicklungslevel mit Training bekommen. Mit Pokémon-Kämpfen und wilden Pokémon und nicht mit Sonderbonbons. Wo sind wir denn hier? Oh, ein Taubsi, Level 25. War das Sepa nicht auch auf Level 25? Nun gut, kann sein, dass ich was verwechsle, aber... Oder vielleicht so eine kleine Vermutung habe, warum ich das mir so denke, dass es auch auf Level 25 sein kann oder so. Aber was soll's? Oh, ich glaube, das wird hier nichts mit dem Training. Oh! Hallo, Duflor! Ja. Das kann was werden. Es kann aber uns auch einschläfern. Oder uns paralysieren zumindest. Wer weiß. Na? Ist alles möglich. Ja, ist es nicht. Ist aber auch nicht sehr effektiv. Oh, das passt. Ja, Schlafpuder war mir klar. Sollte es gleich aus dem Ball ausbrechen, werde ich es aber auch nicht mehr schwächen. Aber ich glaube, es ist nicht so hartnäckig wie Relaxo. Deswegen Pokéball los. Da! Ah, das gibt's doch nicht. Ja, Schlafpuder. Hallo, es schläft schon. Weil die Wabab kann ruhig mal ein bisschen pennen. Warum nicht? Dann kriegen wir auch mal die Pokébälle zumindest weg. Jawohl, da haben wir es. Duflor wurde gefangen. Sehr, sehr schön. Aufwecker habe ich auch noch. So, wollen wir uns das mal angucken. Weiterentwicklung von Myrapla. Ist Unkraut, 0,8 Meter groß, wiegt 8,6 Kilo. Sein Stempel sondert einen unglaublich faulen Gestank ab. Dieser stechende Gestank kann Gegner in bis zu 2 Kilometer Entfernung bewusstlos machen. Okay. Also genauso schlimm wie ein Furz. Von Relaxo. So. Das habe ich gesagt, genau. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Da haben wir es, Aufwecker. Eigentlich gar nicht ausprobiert, ob ich die Pokéflöte auch außerhalb einsetzen kann. Bis auf beim Relaxo. Ne? Weil sonst musst du immer, ne, Aufwecker oder Top-Genesung oder so. Blutzuck. 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 Was musst du überprüfen? Dein Blutzuck-Spiegel. Was war nicht keine Wirkung auf Wadiwabab? 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 Bestimmt irgendeine Attacke, die ich nicht kenne. Guck mal, war auch jetzt sehr einfach. Blutzuck wurde gefangen, warum auch nicht gleich so? Pokédex-Eintrag Nummer 3 heute. Heute fangen wir eine Menge Pokémon. Ist ein Insekt 1 Meter groß, 30 Kilo schwer. Seine Augen setzt es als Radar ein, damit es im Dunkeln sehen kann. Aus ihren kann auch kräftige Strahlen schießen. I'm a fire, my laser! Ja. Andere haben den Silberblick. Blutzuck hat den Hyperblick. Und Nachrichtensendungen haben den Überblick. Ha! Gott, sind das schlechte Witze. Und da haben wir wieder einen Taubsi. Derweil war es jetzt so, dass die letzten letzten zwei Kämpfe nicht mal richtige Dingens waren, ne? Oh, guck mal. Was ich mir eigentlich die Frage stellen muss bei Flügelschlag, ist ja eher so... Ach, guck mal. Ist ja eher, das Pokémon, was ja Flügelschlag ja einsetzt, erzeugt ja den die Windkraft, die das Pokémon treffen soll. Wie wird es dann vergiftet? Wegen Giftdorn. Kommt es dann so aus Versehen mit dem Flügel? Bei einem kleinen Taubsi auch noch. So ein kleines Taubsi. So riesen war die Wappab. Entschuldigen Sie mal. Das ist nicht realistisch.
Ich verlange eine Erklärung in den Kommentaren. So. Ja. Gucken wir mal, was wir haben. Wieder ein Blutzug. Sehr schön. Jetzt können wir das Blutzug auch komplett fertig machen, weil wir es ja jetzt schon haben. Also habe ich kein Problem mit. Ach, das war es wahrscheinlich. Ja, ja, verwirrt, bla bla bla, verwirrt, bla bla. Verwirrt, bla bla, verwirrt, bla bla. Dankeschön. Es ist immer so ein Blabla damit. Das geht auch nicht höher. Nun gut. Wir wissen zumindest. Also Taubsi, Duflor, Myrapla. Ich habe in der Höhle Carbon gefunden. Ich habe vorhin Eisen gefunden. So. Wer ist jetzt Klugscheißer von uns? Sie natürlich nicht. Sie hat einen Goldini. Aber Level 28, Freunde. Level 28. Ohohohohoho. Auch nicht schlecht. Ja. Lustig, ne? Oh, 666. Number of the Beast. Ja, das ist das Level-Up für Wadiwabab. Das Quapsel. Und weg. Komm. Ah. Gut, erstmal Wadiwabab abkühlen. Nochmal Hornattacke. So. Ja, dankeschön. Jawohl. Level 35. Zumindest Wadiwabab auch fertig. Lernt aber nichts Bestimmtes. Jetzt kommt Sepa. Heißt, eine Aufgabe für die Schillerlocke. Für meine liebe Schillerlocke. Oh, guck mal, noch weniger als die Hälfte bis Level 36. Erleben wir heute noch eine Entwicklung? Who knows? Ja, ist noch alles möglich, was sagt denn die Zeit? Aber sind wir gut dabei, ne? So. Ich habe es vermasselt. Ja, schön. Ich nicht. Was denn? Mit dem Carbon habe ich die Initiative meiner Pokémon erhöht. Ja, das hat ja auch erfolgreich funktioniert. Meine Vögel-Pokémon wollen kämpfen. Fuck, ich habe nicht gewechselt. Na, jetzt war die Wappab immer noch vorne. Ja, gut. Kann man ja einmal so wechseln. Er hat schließlich zwei Pokémon. Das erste Pokémon ist ein Taubsi. Level 29. Könnte schon längst ein Tauboga sein. Habt ihr eigentlich jetzt auch durch die ganzen Lockdown-Geschichten mit Corona eigentlich auch das Problem mit euren Haaren und mit eurem Bart? Ne? Ich ja sowohl als auch, weil ne, der Bart muss mal richtig gestutzt werden und meine Haare müssten mal wieder etwas gekürzt werden. Obwohl sie ab und zu mal in Videos und Streams mal hervorragend aussehen können. Aber das passiert eher selten. Deswegen, nein. Ja, nicht nein. Glaube ich denn da wieder. Oh, guck mal, Tauboga. Nice. Ja. Ich hoffe, ihr habt bestimmt auch dieselben Probleme. Ist ja bald vorbei. Also, wie gesagt, ihr habt es ja schon mitgekriegt, ne? Lockdown, also zumindest die Friseure machen ja bald wieder auf. Falls ihr dieses Video guckt, sind sie wahrscheinlich schon offen, wer weiß. Ne? Oh, guck mal. Komm, jetzt schlag dich. Dankeschön, Tauboga. Noch eine Aquaknarre dazu und weg ist es. Fantastisch. So. Ah, fast. Mein Vogelteam hat verloren? Nee, es ist nur zu Tisch gegangen. Meine Güte, was für eine dumme Frage. Natürlich hat es verloren. So, dann machen wir hier auch mal noch einen Wechsel. Zack, zack. Nee, das wollte ich nicht. Obwohl, warte. Doch, das wollte ich. Ha! So, perfekt. Okay, weiter geht's. Hallo? Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Da will ich jetzt mal... Das will ich sehen. Das will ich sehen. Picknicker. Janka. Ja, dann zeig mal, was du kannst, Janka. So, ja, Aquawelle. Jetzt steht so, weiß nicht, was ich machen soll, ne? Ein Schritt zu viel überlegt, beziehungsweise zu wenig. Level 36. Nice. Ja, komm. Dann lassen wir zur Feier des Tages heute mal alle kämpfen. Aber Pikachu hätte ich definitiv nicht Tauboga eingesetzt. Auf keinen Fall. Da guck mal, 5 Pokémon, das wird passen. Ne? Da machen wir kurzen Prozess natürlich mit Schaufler. Außer dieses Pokémon kann Finale. Ja, das war eher eine Donnerwelle als Finale. Und jetzt lache ich, wenn Statik kommt. Obwohl, eigentlich bräuchte ich nicht lachen, aber... Ne, kommt nicht.
Sehr gut. So, was kommt jetzt? Mauzi. Das kann Tauboga übernehmen. Ich weiß gar nicht mal, wie viel XP Tauboga eigentlich selbst noch bis Level 36 hat. Wahrscheinlich auch noch so. Och Gott, das dauert noch. Also wenn wir in der nächsten oder übernächsten Folge von Tauboga die Entwicklung sehen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ist ja eigentlich auch nicht so stark. Radfratz, ja, das ist auch mit einem Schlag weggekommen. Flamara, wo bist du? Also ich hatte schon Flamara, war die Wappab, Shillock, dann jetzt noch gleich Flamara, ja, Flamara halt jetzt noch und dann noch Pikachu. Ja, komm. Mein Flamara ohne Feuerattacken. Ich wünsche mir, ich könnte es noch Glut beibringen oder zumindest Flammenwurf könnte es ja nur lernen. Ich habe ja irgendwann mal nachgeguckt, was es lernen kann. So, Pikachu, komm her. Du darfst auch wieder zugreifen, angreifen, weggreifen. Ja, weggreifen nicht. Kann man ja auch ausweichen. Donnerblitz weg. So. Ich habe das jetzt extra auch noch mit Absicht gemacht, weil ja Shillock Level 36 erreicht hat. Und sie hat 5 Pokémon, das passt ja irgendwie. Das Dicta ist, wie gesagt, ja nur VM-Zerschneider-Dings. Aber was soll's, ich möchte jetzt gerne mal ruhig sein. Mein Starter entwickelt sich jetzt. Dein Shillock wurde zu Totok. Jawoll. Gut, hat nichts dazugelernt. Aber es hat auf einem Schlag 115 KP, wo Flamara noch weit entfernt ist. Was soll's? Aber er hat einen Totok. Ein Totok mit Sturzbach. Erhöht Wasserattacken in Not. Eigentlich müsste ich da nur 5 KP lassen. Nein, Quatsch. So, Pokédex-Eintrag von Totok. Damit ist unser Starter vollentwickelt. Es begräbt seine Gegner mit seinem enormen Körpergewicht. Wenn es in einer aussichtslosen Lage steckt, zieht es sich in seinem Panzer zurück. Alter. Ja, das Turtok ist groß. Ziemlich. Aber was soll's. Ich finde auch, das ist ein guter Abschluss, würde ich mal sagen, um diese Folge zu beenden. Deswegen speichere ich hier ab. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr kennt das ganze Gezedere mit dem YouTube-Kanal. Ne, solltet ihr neu sein, abonniert diesen ganzen Channel oder schaut mal auf Twitch oder auf derchotv.de mal vorbei. Da gibt es auch noch eine ganze Menge. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.